leider etwas erkältet, aber ich dachte mir, ich mache trotzdem mal ein kleines Video zu der Frage, die vielleicht den einen oder anderen meiner Follower auf Instagram und YouTube beschäftigt. Warum bin ich bei Volt? So ein bisschen ist das hier Ganze vielleicht auch Wahlkampf für die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein und für die kommende Europawahl 2024. Und ja, ich habe mir mal 7 Punkte zusammengeschrieben, die so für mich der Hauptgrund waren, warum ich Volt beigetreten bin. Und die möchte ich, wie gesagt, heute vortragen. Damit willkommen erstmal zu einem kleinen Vlog hier auf meinem Kanal. Im Endeffekt fangen wir mit dem Wichtigsten an. Ich war schon als kleines Kind ein totaler Fan der Idee des vereinten Europas. Ich habe schon im Alter von 5-6 Jahren davon geträumt, dass Europa so vereint ist wie so große Staaten wie USA und Kanada und dass es keine Grenzen mehr gibt und dass alles international ist bzw. paneuropäisch ist und alles demokratischer ist und wirklich Föderalismus, wie wir in Deutschland oder USA haben, nur eben auf Europaebene. Und ja, da bin ich glaube ich schon relativ früh deswegen auf Volt gestoßen, kurz nach der Gründung. Aber die anderen Punkte sind eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann letztlich auch beigetreten bin. Tatsächlich ist es so, dass ich als Reisender natürlich auch ein Fan der Reisefreiheit bin. Und gerade im Zusammenhang als Mitglied einer Partei, die paneuropäisch ist, kann man auch die verschiedensten Reisen innerhalb Europas machen und kriegt das teilweise natürlich auch über die Partei mitfinanziert und lernt neue Ecken, neue Menschen kennen und das finde ich halt auch unfassbar faszinierend. Und ich hoffe, ich komme in den nächsten Jahren durch Volt mal noch stärker in Europa herum. Als Kind war ich viel in Frankreich und Spanien und auch in Italien, aber gerade Osteuropa würde mich mal sehr interessieren, da war ich leider bisher nur in Polen. Der dritte Punkt bei Volt ist natürlich, dass man im Zusammenhang mit der freien Wohnsitzwahl, die man als EU-Bürger ja sowieso innerhalb Europas hat, auch schnell neue Kontakte knüpfen kann. Das habe ich besonders gut gemerkt, als ich vor einem Jahr von der Pfalz hier hoch nach Schleswig-Holstein gezogen bin und ganz schnell neue Kontakte hatte, weil man, wenn man einen gemeinsamen Verein, eine gemeinsame Partei, eine gemeinsame Idee hat, relativ schnell Kontakte knüpfen kann. Ich habe sogar schon Kontakte nach Dänemark. Das heißt, vielleicht würde ich sogar nicht nach Dänemark auswandern würde, dort relativ schnell Kontakte knüpfen können und auch Leute zur Hand haben, die mir helfen können. Ja, und von denen ich auch weiß, dass sie mit mir auf einer Wellenlänge sind, weil sie eben die gleiche Vision teilen. Der vierte Grund für mich war im Prinzip die Unzufriedenheit mit anderen Parteien. Bevor ich bei Volt war, war ich erstmal fast 2 Jahre lang bei der SPD. Ich wurde dort nie aufgenommen, habe ständig versucht, zu den örtlichen Leuten Kontakt aufzunehmen. Es kam nie eine Rückmeldung. Kaum war ich aus der SPD ausgetreten und war dann Mitglied bei Volt. Plötzlich erschien ich bei denen im Verteiler und habe gesagt, sorry, ich bin nicht mehr Mitglied bei euch in der Partei. Und insgesamt sind auch die politischen Ziele von Volt mehr auch in der Richtung von dem, was mich politisch beschäftigt. Und in den späteren Punkten hier in diesem Video werde ich jetzt auch nochmal auf einzelne dieser Punkte eingehen. Und zwar, fünftens, Volt steht für mich für Inklusion. Volt ist nämlich die Partei der Inklusion. Ich habe innerhalb von Volt ganz viele Menschen kennengelernt, ja, die ich persönlich zum neurodivergenten Spektrum zählen würde. Ganz viele Menschen, die offen gegenüber Menschen sind, die Probleme haben, die Menschen gerne unterstützen wollen. Und es gibt auch, glaube ich, kaum eine andere Partei, in der man so schnell trotz einer psychischen, physischen oder sonstigen, sag mal, neurologischen Behinderung jede Position bekommen kann. Wir hatten schon Pressesprecher oder Communication-Leute, die Legasthenie hatten. Wo ich mir auch denke, sowas könnte ich mir in anderen Parteien nicht vorstellen. Aber bei Volt ist das einfach möglich, weil man einfach sagt, Inklusion bedeutet auch, dass wir dazu stehen, dass die Legastheniker in unserer Partei natürlich dann Fehler machen, wenn sie Tweets schreiben oder eben für die Partei in Form ihrer Presse- und Kommunikationsstelle werben. Zudem habe ich in diesem Zusammenhang eben auch gemerkt, dass sehr offen und friedlich damit umgegangen wird, dass ich aufgrund von meinem ADHS manchmal irgendwie komisch bin und Probleme habe, mich zu integrieren oder mit Situationen überfordert bin. Da wird komplett verständnisvoll mit umgegangen und das wird akzeptiert. Und selbst wenn man mal was Komisches sagt, wird einem nicht gleich über den Mund gefahren.
Man hat das Gefühl, man ist irgendwie ein Unmensch, sondern es wird auch auf einen eingegangen, man wird unterstützt, man wird als Person wahrgenommen. Sechstens wollt es progressiv und technologieoffen. Im Gegensatz zu anderen Parteien im Bundestag sagt Volt eben größtenteils, ja, dass man nicht ideologisch bestimmte Arten der Energieversorgung oder der Technologie insgesamt ausschließen sollte, sondern dass man wissenschaftlich abwägen sollte, was wirklich am meisten Sinn macht. Es gibt natürlich gewisse Technologien, über die muss man diskutieren, und diese Diskussion findet auch innerhalb von Volt statt. Und ich muss wirklich sagen, eine der interessantesten Situationen, die ich bisher in Volt hatte, war der Parteitag in Frankenthal. Da war ich leider zwar nicht persönlich anwesend, habe den nur online mitverfolgt, aber dort wurde über eine Stunde darüber diskutiert, wie wir mit dem Thema Atomkraft umgehen, und letztlich war der Konsens der, wir folgen quasi der Bundesregierung hinsichtlich der Verlängerung. Es gibt aber auch innerhalb von Volt ganz viele, die sagen, wir müssen offen bleiben gegenüber neuen Methoden der Kernkraft, der Kernenergie. Dazu werde ich aber nochmal ein eigenes Video machen, was im Hinblick auf Kernkraft oft meiner Nacht unter den Tisch gekehrt wird. Sowohl negativ als auch positiv. Und siebtens und letzter Punkt ist, Volt ist sozialliberal, vielfältig, queer und bunt. Volt steht für mich nicht nur für Inklusion, sondern eben auch für Vielfalt. Das zeigt sich dadurch, dass viele Sachen, die Volt macht, immer bunt sind. Volt ist bei allen Veranstaltungen dabei. Volt schert sich nicht darum, was andere darüber denken, wie sie zur queeren Szene stehen, ja, und zwar sehr offen, oder wie sie sich mit den Ukrainern solidarisieren. Volt ist immer aktiv und Volt ist immer dabei, wenn es darum geht, die Welt zu verbessern. Und es gibt in Volt auch noch wenig Leute, die politisch verdorben wurden. Und ich hoffe, das bleibt auch noch für eine gewisse Zeit so, dass sich wirklich die durchsetzen, die neue Politik wollen. Volt steht für mich für eine neue Zukunft, eine Zukunft made in Europe, eine Zukunft, die uns alle voranbringt und von der wir alle langfristig profitieren können. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, das zu betonen. Und genau deswegen bin ich Teil von Volt. Und ich glaube, ich werde das auch für den Rest meines Lebens bleiben. Und wenn ihr noch Fragen zu Volt habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und bleibt bitte freundlich und seid lieb miteinander, denn eine Zukunft kann nur funktionieren, wenn wir uns alle lieb haben und nicht, wenn wir uns hassen. Bis dahin sage ich an dieser Stelle mit Tschüss und Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!